Ich werde soweit. Wartet, wartet, ich komme zu euch. Ebenfalls. Ich will mein Inventar noch ein bisschen aussortieren. Ach, ihr müsst noch sagen, ohne Totem auf Undying. Genau, ohne Totem, weil ich will, wenn die Welt zum Download zur Verfügung gestellt wird, würde ich meins später gern benutzen noch. Deswegen habe ich meins rausgelegt. Ja klar, ich habe meins auch weggetan. Aber sonst? Und vielleicht, wenn ihr einen Netwert vor Weltdownload alle Sachen aus den Ender-Chests und aus dem Inventar in irgendeine Kiste reinräumen. Jupp, kann ich machen. Wie ist das jetzt? Beacon an, Beacon aus? Ich mach den Beacon jetzt nicht extra aus. Dann mach aber die Stärke raus, dass ihr mit normaler Stärke spielt, von mir aus Regeneration und Jump Boost oder Speed. Zählt zwar, hat sie noch Stärke reingepfiffen. Nee, ich hab Fire Resistance reingepfiffen, einfach nur weil ich kein Flame auf meinen Bogen so, habe. So, wo wollten ihr zu kämpfen, dass ich mich so ein bisschen erhöht hinstelle? Ich bleib auf dem Beacon. Ich bleib einfach auf dem Beacon stehen. Warte, Ike möchte erst, dass es schön lang dauert, der Kampf. Genau. Resistance 2. Na dann. Bereit? warte, ich. Hab ich die richtige Waffe? Ja, ich hab die richtige Waffe. Wir können. Okay. Ach, der hat Thorns noch drauf. Bah! Runter von diesem Beacon! Sehr interessant. Hat der ein OP-Goldapfel? Für irgendwas muss ich ihn ja verbrauchen. Der ist aber ein bisschen unfair. Wir haben ja gesagt, dass auch Stärke beim Beacon aus ist. Dafür habe ich keine normalen Goldäpfel. Ah doch, die habe ich auch noch im Winter. Aber CO2 geht halt echt nicht down. CO2 bist du mal ins Wasser springen. Nee, da ist der Feuerschaden. Ich hab extra nochmal Feuer Resistance nachgetrunken. Okay. Boah, wie viele Goldäpfel hat der noch? Danke, Ike, für die Goldäpfel vorhin im End. Stimmt, die hat sich ja welche zugeschmissen. Wir beten Schild dabei, aber nutzt das nicht. Sehr interessant. Kann man schlecht. Es ist mittlerweile die dritte Kampffolge von euch. Dritte? Ich habe schon zwei Folgen von euch, wo ihr kämpft. Ja. Also sehr guter Kampf, ey, echt. Oh mein Gott. Wie viele Herzen hast du noch, Darko? Wie viele Herzen hattest du noch? Wir hatten nur ein halbes Herz abgezogen. Also zwischendurch hatte ich meine Extraherzenreihe komplett down. Wenn ich jetzt sterbe, wie spawnt dann meine Kiste? Keine Ahnung. Nee, ich glaube, die bleibt. Die bleibt wirklich für die Minutenzahl. Aber ich kill kurz das Skelett, keine Sorge. Kiste ist noch da. Gut. Ach, wo bist du denn gespawnt? Ich bin auch drüben gespawnt. Eigentlich solltest du aber, ist ja egal, wenn du hier spawnst. Und ja, eine Level eingesammelt. Das ist in Ordnung. Ja, vier Stück. Oh, wow.
Das waren 71 gewesen. Aber immerhin 4 Minuten 50 geht die Folge schon. Aber Darko, guck mal hier vorne in die Kiste rein. Alter, ist meine Rüstung ramponiert. Guck mal bei mir zu. Warte, ich mach mal eben Tag. Wenn jemand anders mehr schafft. Aber guck dir mal meine Rüstung an. Kann jemand auch eben schlafen gehen? Ich hab kein Bett. Warte, da muss ich hier neu reinlegen. Kannst du, Ike? So. Hier oben. Das will ich jetzt auch noch sehen. Das sind meine Enchantments nur auf der Rüstung gewesen. Ich leg einfach mal zum Vergleich meine daneben. Ja. Ja, gut. Ich, ja, gut. Ich sehe gerade einen kompletten Widerspruch bei dir, ne? Wie war das mit, du brauchst nur Sounds auf der vom Rüstungsoberteil und hast es aber auch noch auf der Hose? Nee, ich habe gesagt, ich wollte es überall haben, aber Helm und Schuhe ging nicht. Und hier noch meine Dings dazu. Achso, ja, hier. Warte, ich leg die mal daneben, dass man besser vergleichen kann. Ja, dein Bogen hat an sich noch nur Flame und Unbreaking drauf und dein Schwert hat Sharpness 10 noch und Sweeping Edge. Sharpness 5, ach, nicht 10. 5, ich wollte gerade fragen. Ein Sharpness besser und Sweeping Edge noch drauf gehabt. Obwohl, ja. Sweeping Edge bringt uns ja beim PvP nichts. Aber ich hätte schon sagen müssen, ich hätte, weil ich nur einen weiteren Goldapfel im Inventar hatte, ich hätte nicht durchgehalten, wenn CO2 nicht so früh die ganzen Äpfel fressen musste. Ich musste die fressen. Als ich angefangen habe, Äpfel zu spammen, war ich auf dem halben Herz. Und ich hab die Absorption-Herzen genutzt, um mich voll zu heilen. Ja, gut. Ich fress den ersten Apfel, bin auf dem halben Herz, dachte so, fuck, die Äpfel waren jetzt gewastet, weil halbes Herz. Und dann kriegst du es nicht schnell genug weg, die Absorption hat, dass ich mich dadurch wieder voll regeneriere. Hattest du eigentlich, ich hab mir deinen Speedtrank noch reingepfiffen ganz am Anfang, weshalb du auch nicht weg konntest. Nee, Speed hatte ich schon im End getrunken. Die brauchte ich da auch zwischenzeitlich wegen den ganzen Also ich hatte zwischenzeitlich echt Probleme da mit den Endermännern gehabt. Ich hab den getrunken, um mir den Enderatem dadurch einzusammeln. Nee, ich bin rein und hab's direkt getrunken, als ich oben rauskam. War aber auch eine gute Sache, dass ich das dann direkt getrunken hatte. Aber du hast ja echt nichts anmerken lassen. Ich dachte, scheiße, der hat locker noch 10 Herzen. Nee. Ich hab zeitweise so wirklich so, komm schon, ich hab ja noch. Aber ich war echt erstaunt, du hast recht gut getroffen, besonders als ich rankommen wollte, aber ich hab halt irgendwie jeden Schuss getroffen. Ja. Besonders als wir so beide schießen wollten. Das war so ein bisschen komisch. Ja, ich hab halt nicht mehr mein Society Aim. Wobei, ich hab einfach nicht mehr den Society Server und Bogen. Da meine, ich hab einen Pfeil geschossen, im RP hab ich einen Pfeil verschossen und wollte jemanden Angst einjagen, weil er Lowlife war. Was macht? Der Pfeil fliegt gerade auf ihn zu und macht, also ich schieß extra an der Person vorbei, der Pfeil fliegt gerade und macht dann eine 90-Grad-Kurve auf die Person zu. Was? Ja. Joa. Kann man mal machen. Warte, ich komme auch eben hoch. Du musst dir vor. Geh mal einen Schritt. Stell ich mal. Wo ist Darko? Der ist in der Mob-Farm. Ich bin in der Mob-Farm. Okay. Du musst dir vorstellen, ich bin jetzt einfach mal die Tür. Und du stellst dich mal bitte hier hin, auf die Streamlight. Also ich bin jetzt ich und ich. Also die Tür bin ich und ich bin der Pfeil. Der Pfeil fliegt so. Boom. So sind die Pfeile zeitweise geflogen. Ja. Mit solchen Pfeilen habe ich dreimal Diamond King oder so gekillt. Hey, waren das besondere Pfeile? Nee, aber mit solchen Schüssen meine ich damit. Wir hatten in Society doch nur normale Vanille. Die Pfeile hast du mir verkauft. Ich war in der Mine, wieso solltest du Pfeile verkaufen? Hä, Zeug laden wir nicht. Oh, stimmt, den gibt's auch noch. Da hast du mir Pfeile verkauft. Obwohl, den habe ich recht früh aufgeben müssen, weil sich halt alle Leute beschwert haben. Ja, trotzdem hast du aber bist du, also, als ich ihn noch lustig hast, du hast andauernd bist du rübergekommen und hast mir Pfeile verkauft.
Ja gut, aber das war nichts, hatte nichts mehr mit dem Zeugladen zu tun. Trotzdem hat es nur Pfeile verkauft. Die Pfeile. Nee, ich hab in Lost Woods immer irgendwas verkauft und bei Ike halt wieder eingekauft. Weil das Essen in der Mine halt. Weil das Essen in Society viel zu teuer war. Nee, Lost Woods war komplett an sich selbst Versorger. Ja. Und zwar die gute Art, also wir hatten da, nee, zwar Geld egal. Da hieß es geben und nehmen. Mhm. Also das Einzige, wofür ich mein Geld so wirklich benutzt habe, war bei dir Pfeile einkaufen und wenn ich mich in die Hauptstadt geschlichen habe, bei Nudel-Dings einkaufen. Der hat mit dir gehandelt. Nicht wirklich, also ich habe seine Vending-Maschine da benutzt, gerne. Also. Aber Nudel wusste auch, dass ich die nur regelmäßig nutze, weil wenn wir uns abends im Dings getroffen haben, im Discord, habe ich ihm gesagt, ja, ich habe heute wieder bei dir Essen eingekauft und der war froh darüber. Ja, klar. Weil ganz ehrlich, Essen war sowieso ein bisschen schlecht gemacht. Du musstest einfach nur wirklich rumlaufen und diese komischen Pams-Pflanzen abbauen. Dann hattest du ja wieder alles. So wie ich Nudel verstanden habe, ihm war es scheißegal, ob ich verbannt bin oder nicht. Der wäre jederzeit froh darüber gewesen, wenn jemand bei ihm Essen kauft. Und der hat auch vernünftige Preise gehabt. Für vieles. Aber Nudel war da erst später Koch. Anfangs war ja Sagiri mit dem Bauernhof, oder? Ja, also bei Sagiri habe ich mir nie Essen gekauft. Ich ganz am Anfang, weil ich schon verhungern war. Ich hab als erstes in der Mine gearbeitet, eine lange Zeit. Aber noch unter Xali, ist der so? Irgendwie so. Noch unter dem habe ich als letztes in der Mine gearbeitet. Danach habe ich eine kurze Zeit als Sagiris Bodyguard gearbeitet, gegen Hammerkammer. Weil ja. Hammerkammer, es war einer, der später eine Zeit lang in Lost Woods gelebt hat, bis er aufgehört hat zu spielen, weil er meinte, wir würden ihn aus Lost Woods aufkommen. Im Grunde Leute, die man eigentlich gar nicht kennen wollte, kann man so sagen. Hammerkammer war immer anstrengend, er war nett, aber auch anstrengend. Ich kann nur von den negativen Sachen sagen, die mir entgegengebracht wurden. Als Moderator, wo ich das war, oder aber als normaler Spieler. Ja, also Hammerkammer hat halt Sagiri mit Dämonen-AP geärgert und alles. Da war ich eine Zeit lang Sagiris Bodyguard und hab deswegen Essen for free vom Bauernhof bekommen. Und danach, dann bin ich kurz drauf zum Dämon geworden. Hab meine Dämonenrolle ausgepackt und in dem Moment, wo ich Dämon wurde, kurz irgendwie zwei Tage oder so später, also zwei Real-Life-Tage später, davon habe ich einen nur gespielt, wurde Utopia gegründet. Was war Utopia nochmal? Direkt der Redwood Forest vor Avalon. Achso, es war aber noch nicht der komplette Reset. Nee, es war lange vor Reset, es war noch vor Lost Woods. Ich bin von Utopia nach Lost Woods erst umgezogen. Also. Utopia war der Redwood Forest, direkt vor Avalon. Ja, wir sind einmal um die komplette Insel da gefahren. Und dann einmal, also wir auf die andere Seite, damit wir die Mindestanzahl an Blöcken haben. Von der Hauptstadt. Und sind dann durch diesen Wald gegangen und haben uns da irgendwo niedergelassen im Wald. Und haben dann erst, als wir die halbe Stadt aufgebaut haben, haben wir erweitert, haben unsere Häuser angefangen aufzubauen. Als wir unsere Häuser aufgebaut haben, haben wir die Stadtmauern sehen können. Ja. Ja, aber da haben wir halt die Felder gehabt, da konnte sich jeder dran bedienen bei uns an den Feldern von unserer Stadt. Wir haben halt super geheim da an sich gelebt, also das war halt super lustig. Wir hatten nur ein Problem, es nannte sich Sena. Ich bin damals aus Avalon abgehauen, oder aus der Hauptstadt, weil Dämonen da nicht mehr erwünscht waren.
Ach, da wo die narzisstische Zeit begann. Ja. Mit der Diskriminierung der bunten Farbhelme und. Nee, das war noch davor, aber so der Anfang von Dämonen sind nicht mehr erlaubt in Avalon. So wirklich genau der Anfang davon. Okay. Deswegen haben wir damals Utopia gegründet, weil neues Leben, wir wollen keine Vorteile gegenüber anderen Leuten haben. Aber uns sind die Vorteile natürlich von Avalon entgegengeschmissen worden, mit dass wir im Mond nicht rein dürfen und alles. Und Xena hatte Kontakt zu Sorakokos. Ja. Und hat Sorakokos auch verraten, wo wir leben und alles. Und ich musste hinterher Utopia verlassen, oder hab Utopia verlassen. Weil gefühlt 24-7 in Sorakokos um Utopia herumgerannt ist. Ja. Wir haben so eine kleine Mauer gezogen um unser Gebiet irgendwann. Und auf unserem Steg stand da einfach gefühlt dauerhaft ein Sora. Ja, ihr hättet ja jederzeit töten können. Aber dann hätte er sich ja seine ercheateten Sachen geholt und hätte euch geklatscht. Mhm. Ja, wir waren auch halt nur 5 Leute in unserer Stadt und Xena wollte nicht kämpfen. Tiger, die noch bei uns in der Stadt war, war eine Zeit lang nicht online. Hammerkammer ist nicht unbedingt gut im PvP und ich war auch nicht unbedingt der Beste. Und Katze, die wir noch hatten, war halt zwischenzeitlich eine Zeit lang auch nicht da gewesen. Zu dem Zeitpunkt. Du bist nicht der Schlechteste im PvP. Ja, aber Hammerkammer war super bad im PvP. Ich bin nicht der Beste, vor allem nicht gegen gecheatete Sorakokos-Sachen. Ja, gut. Xena hätte sich auf die Seite von Sora gestellt. Katze, Shadow Katze, wie er hieß, der noch bei uns in der Stadt war. Kann an sich gut PvP, war aber nicht häufig da. Oder wenn halt, wollte er sich nicht einmischen und Tiger war noch eine Zeit lang im Urlaub gewesen. Die haben keine Haut gedroppt? Was sind denn das für asoziale Viecher? Das bedeutet, ich wäre alleine gegen den Sorakokos mit gecheatenen. Achso, Ike, du kannst meine Haut haben. Ich werde ja keine mehr kriegen. Oder keine mehr holen. Nee, ich dachte, ich habe ja selber noch, aber ich dachte, die Viecher lassen hier mal was fallen. Hm? Dafür musst du sie mit dem Schwert töten. Also hatte ich das Problem, okay, ich habe Probleme mit Sorakokos und will nicht mehr in dieser Stadt bleiben, weil Sorakokos die ganze Zeit davor hängen bleibt. Zwischenzeitlich kam Enes in die Stadt, ist Enes bei uns immer wieder herumgelaufen und Enes, Enes ohne P? Enes war Bürgermeister von Lost Woods zu dem Zeitpunkt, mit Eistee zusammen, glaube ich, war das. Ach ja. Ganz ehrlich, offen und ehrlich gesagt, ich kann den nicht aufstehen. Welchen? Enes oder Eistee? Enes. Also gegen Eistee muss ich ehrlich sagen, wer gegen den was sagt, der hat mich auch damit beleidigt, weil nach Society, wir hatten viel Kontakt, er war bei mir Mod auf dem Discord. Wir haben echt jeden Tag miteinander geschnackt, er war mit auf dem großen Vanilla-Server drauf, er hat sich zwar ein bisschen abgekapselt und gebaut, aber das war mir recht, weil ich habe ihn nicht gezwungen, irgendwo mit sich zu integrieren. Und dann ist es ja irgendwann angefangen, dass er inaktiv wurde, weil er wohl krank war oder ist. Ich will jetzt nichts hervorrufen. Und dann habe ich ihn ja als Mod erst einmal vorläufig entlassen. Und seitdem ist dann aber auch der Kontakt eingefroren. Ja, Icetails und Enes waren halt zu dem Zeitpunkt Bürgermeister von Lost Woods. Und Enes kam irgendwann spontan bei uns in die Stadt vorbei, also in Utopia, und meinte, ja, wir führen jetzt Krieg. Einfach aus dem blauen Dunst heraus. Ja, Lost Woods erklärt euch jetzt Utopia den Krieg. Fuckstar.